Willkommen bei unserem Geldspezial KMU. Wenn ein KMU will wachsen, muss es investieren. Doch Investitionen verursachen das erste Mal Kosten. Und es ist alles andere als sicher, dass aus einer Investition langfristig zwingend das gewünschte Wachstum resultiert. Wenn man als KMU investiert hat, hat man die Chance, seine Marktstellung auszubauen, geht gleichzeitig aber das Risiko ein, Geld zu verschwenden, wenn das Ziel nicht erreicht wird. Darum sind Investitionen für ein Unternehmen immer eine heikle Entscheidung, die genau geprüft werden muss. Wie ein KMU hier aus der Ostschweiz bei seinen Investitionsentscheid konkret vorgegangen ist, zeigen wir heute am Beispiel von der Gartenbaufirma Martin Schäfer aus Rockwil. Mein Name ist Martin Schäfer. Wir sind im Bereich tätig von Gartenbau, Gartenpflege und Planung und sind rund 20 Mitarbeiter. Unser Gartenbauunternehmen gibt es seit 10 Jahren. Wir sind von Anfang an dran, um in Lieferwegen, Bäcker und Kleingeräte zu investieren, dass die Mitarbeiter optimal arbeiten können, die Qualität, die gewünscht ist vom Kunden, gut erfüllen können. Und so ist dann das Unternehmen gewachsen. Neue Anschaffungen werden entschieden, je nach der Wirtschaftslage. Was wird auch vom Endkunden gern gewünscht? Was wird vom Mitarbeiter gewünscht? Was für Erneuerungen gibt es in Sachen Maschinen, Fahrzeuge? Wie können wir effizienter sein? Wie können wir die Natur schonen? Die Investitionen, die wir uns am meisten Gedanken machen müssen, sind sicher die ersten Bäcker und Grossgeräte, die wir uns angeschafft haben. Da war die Gedankenfolge so, haben wir genug Arbeit für diese Maschinen? Sollen wir sie nicht lieber mieten? Ist die Anfrage da? Können wir sie auslasten? Wie lange geht es, bis wir sie amortisiert haben? Wenn wir die rein finanzielle Sicht anschauen, zum Beispiel unsere Siebanlage am Bagger, wenn ich hier finanziell das vergleiche, hole ich das in 20 Jahren nicht raus. Aber rein von der Qualität, die ich dem Kunden abliefern kann, von der Zufriedenheit des Mitarbeiters, wie ich es einsetzen kann, ist der Preis viel höher, den ich dort raushole, wie die rein finanzielle Ansicht, was das Gerät an der Anschaffung kostet. Ich bin so aufgewachsen, dass man kauft erst Sachen, wenn man es zahlen kann. Und so bin ich auch heute unterwegs. Wenn man es vermögen, dann kauft man es und sonst wird gemietet. Die hundertprozentige Sicherheit kann man nie sein, ob man die richtige Entscheidung trifft bei so einem Kauf. Aber als Unternehmer hat man eine längerjährige Erfahrung. Man bringt den Mut mit, den es halt braucht. Und meistens ist unsere Erfahrung, wenn man die Maschine mal auf dem Platz hat, dann wird sie automatisch mehr gebraucht. Dann hat man mal Einsatzmöglichkeiten, die man vorher gar nicht gewusst hat. Ja, der Beitrag zeigt, dass Investitionen für ein KMU wichtige Entscheidungen sind, weil damit die Zukunft der Firma maßgeblich mitprägt wird. Ich begrüße jetzt Thomas Bodemann, Teamleiter Finanzieren bei der Acrevis Bank. Ja, ein KMU kann organisch wachsen oder es kann über eine Akquisition wachsen. Wann ist für ein KMU der passende Zeitpunkt, eben, um zu investieren? Ich glaube, diesen passenden Zeitpunkt verwünscht man selten. Gerade bei Akquisitionsfinanzierungen kann es sein, dass es ganz, ganz schnell geht. Man muss schnell entscheiden können und dementsprechend einfach auch parat sein, wenn die Akquisition auf dem Tisch liegt. Anders sieht es aus wie bei den Investitionen, bei den Ersatzinvestitionen. Man geht in der Regel von mehrere Jahre aus in der Planung. Man weiß, was auf einem zukommt in der Regel, außer geht gerade eine Maschine kaputt. Und was man sicher vermeiden sollte, ist ein Investitionsstau, dass man wirklich so ein paar Jahre gar nichts macht und plötzlich auf einen Schlag ganz viel Geld braucht. Gerade Übernahmen, zum Beispiel von Konkurrenz, sind für ein KMU schwierig. Wie stellt man sicher, dass sich am Schluss so eine Investition wirklich auszahlt? Ja, eine Erfolgsgarantie hat man auch da nicht. Ich denke gerade schon an den personellen Teil. Es kommen zwei Kulturen aufeinander. Die können ganz unterschiedlich sein. Also hat man dort schon mal vielleicht eine Baustelle. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die finanziellen Belange prüfen. Da bietet sich eine Due Diligence an, dass man da mal wirklich in die Tiefe hineingeht. Man nimmt sich Zeit, um auch die finanzielle Lage der Unternehmung anzuschauen. Weiter sollte man sich Gedanken machen, wie finanziert man den Kaufpreis, wie viele Eigenmittel hat man, was braucht man an Fremdkapital. Und wichtig scheint mir auch noch, dass man einen Liquiditätsbuffer auf der Seite hat für den laufenden Betrieb schlussendlich. Jetzt haben Sie es vorhin erwähnt, es gibt noch ganz andere Arten von Investitionen, nämlich beispielsweise Ersatzinvestitionen, zum Beispiel für Maschinen in der Produktion oder Innovationsinvestitionen. Wann sollte man da an eine Investition denken? Optimalerweise gerade schon bei der Anschaffung der Maschine, weil die geht dann auch irgendwann am Lebensende zu.
Man tut ordentlich abschreiben, man hat dann das Geld wieder zur Verfügung, zum Beispiel nach 6-7 Jahren, wenn dann dort End of Life ist. Wenn es im Markt einen Wettbewerbsvorteil für die Unternehmung gibt, sollte man dann schnell reagieren können. Gibt es eine neue Maschine, die einfach für mich besser ist, die Konkurrenten nicht haben? Und dort kann man dann auch zuschlagen. Investitionen sind meistens ziemlich teuer. Was raten Sie für den Investitionsprozess? Dort sollte man unterscheiden zwischen sinnvollen, notwendigen und verzichtbaren Investitionen. Dass man da Balance hat da zwischen der Liquidität, die sehr wichtig ist für die Unternehmen, also quasi für die Luft oder zum Schnaufen. Und dort muss man einfach auch entscheiden, was braucht man sofort und was kann man noch ein bisschen rausschieben. Denkst du nicht immer, kann man als KMU grössere Investitionen aus der eigenen Reserve finanzieren? Was für Finanzierungsmöglichkeiten hat man da? Da kann man beispielsweise mit einem Kreditrahmen von seiner Hausbank arbeiten. Oder bei Maschinen bietet sich auch ein Investitionsgüterleasing an. Da empfehle ich immer die Unterlagen parat zu halten. Klassischerweise sind das die Erfolgsrechnungen der letzten 3 Jahre. Eine Plan-Erfolgsrechnung, um mal einen Ausblick zu bringen. Investitionsplanung. Und wenn man schon von den Maschinen die Unterlagen hat, so wie eine Offerte, dann hilft das auch sehr. Was raten Sie an KMU, die daran denken, dass sie gelegentlich investieren wollen? Ziel im Auge behalten, sich wirklich entscheiden, was ist notwendig. Die Liquidität und die Investitionen in der Balance hineinhalten. Und dann bin ich sicher, dass sie dort ins Ziel kommen. Danke vielmals für die Tipps, Thomas Bodemann. So viel für heute vom Geldspezial KMU, wo wir jeweils speziell den KMU hier aus der Ostschweiz Tipps geben, wie sie ihren Betrieb sicher und noch erfolgreicher machen können. Einen schönen Abend und bis bald.